Jo, moin, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Porsche. So, ich habe das jetzt hier mal so weit gebracht, mit viel Gebrauchtwagen und so, da Kohle ranzuschaffen. Und jetzt machen wir quasi einfach da weiter, wo wir aufgehört haben in der letzten Folge, nämlich diese Kiste hier aufzutunen. Ich habe meine Hand prostituiert mit dem Geklicke, um an Geld zu kommen. Wenn man so will. So, zack. Schnellschaltgetriebe. Hohe Geschwindigkeit. Rennfederung. Alles rein hier. Alles rein. Carbon, Carbon, Carbon. GT2 Motorhaube, dann sieht der richtig pervers aus. Extra Domstrebe, ja, die Dingsreifen nehmen wir auch gleich erstmal mit. Felge 3, ja, zeig mal her. Oh, der Rest von dem Tuning ging jetzt aber allerdings. Der war jetzt nicht so teuer. Der Motor hat ganz schön reingehauen gehabt, ne? Wie auch immer. Alles rein, das ganze Zeug hier. Ja. Damn. Holy shit. Ja, und ups, während ich das jetzt hier so alles mache, kann ich ja mal erzählen. Ich habe auf meinem Fun and Tech Channel ein paar Testvideos mit Euro Truck Simulator 2 gemacht, um zu testen, wie das so ist, mit Xmedia Recode zu rendern. Und mein Ziel ist es so ungefähr so etwas unter 4 GB vielleicht nachher zu haben, die ich hochladen muss. Das Ganze schneller rendern, bei trotzdem vielleicht bei einer guter Bildqualität wäre das Ziel. Und ja, Sagara Script Maker wird jetzt erstmal nicht mehr weiterentwickelt und ist jetzt auch nicht mehr so schnell zu haben im Let's Play Forum. Und mit diesem Video werde ich ja dann halt mal testen, StackScript zu benutzen. Ne? Ton raus und reinpacken kann man ja mit AVI Demux. Das funktioniert soweit auch stabil, auch wenn viele sagen, dass das Programm total buggy wäre. Und ja. Das kann mit H265 über NPAL ENC halt. Spleen 36 oder Spline, wie man es auch schimpfen will, und das war ja mit Migai über den SSM halt schon echt gut. Und ja, jetzt wollen wir mal schauen hier. Klasse 1, das ist ja eher hier, ne? Ja. Was kommt denn auf uns zu? Industrielle Zone, okay. Da bin ich jetzt direkt mal cool und hau den mal hier Slicks drauf. Und dann bin ich mal gespannt, wie das läuft hier. Genug gesabbelt. Ab geht die Reise. Ja, und wenn wir hier dann mal irgendwann durch sind, habe ich mir so gedacht, wäre es ja mal interessant, nochmal mit selber schalten, ob ich da tolle Zeiten bekomme oder ob ich das überhaupt geschissen kriege, ohne Automatik zu fahren. Es ist halt mein Lieblings-Need for Speed und dementsprechend möchte ich hier noch ein bisschen mehr mitmachen. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ne? Scheiße. Aber
aber ich bin nicht der Einzige. Das ist natürlich gut, auch wenn mich das jetzt wieder Kohle kostet, das Ding zu reparieren. Kam er denn da unten lang, frage ich mich gerade. Jetzt habe ich natürlich die A-Karte hier. Mal gucken, ob ich die noch einholen kann. Das fängt ja gut an hier. Ach, shit. Dritter Platz. Ist nicht so der geile Einstieg, aber naja. Ich glaube, die kriege ich nicht mehr. Ja, ich sehe sie zumindest schon mal wieder auf der Karte. Das ist ja schon mal gut. Mal gucken. Vielleicht wird es ja doch noch was. Schauen wir mal. Wenn nicht, müssen wir uns mit dem dritten Platz zufrieden geben. Das sieht noch brauchbar gut aus gerade. Zweiten Platz immerhin. Jetzt habe ich hier allerdings diese verdammt miese Stelle. Shit. Naja gut, immerhin. Zweiter Platz. Ich habe mir da einen dicken Schnatzer erlaubt, ne? Wo ich da unten lang bin, anstatt dann hochzufahren. Obwohl ich es gerade die ganze Zeit im Hinterkopf hatte. Ja, schöne Scheiße. Aber gut. Da müssen wir jetzt mit leben. Naja, gut, geht ja noch, ne? So, Alps, da brauchen wir jetzt erstmal die Regenreifen. Will ich hoffen, dass ich dort besser fahre. Sieht es denn aus? Was kommt denn danach? Monte Carlo und Autobahn. Kann ich. Ja, wobei Autobahn packe ich lieber wieder die Regenreifen drauf, ne? Wo Monte Carlo halt wieder Slicks und da haben sich die Reifen auch gelohnt. Thank you.
Du bist auf dem ersten Platz. Glückwunsch, du hast einen neuen Streckenrekord aufgestellt. Jo, da war mein Mikrofon leider wieder weg. So, da wollen wir mal die Slicks draufpacken hier für Monte Carlo. Und weiter geht's. Ich habe ja wieder einiges gut gemacht in der letzten, auf der letzten Strecke. Gucken wir mal, wie es weitergeht hier. Okay, ich weiß warum. Unsere Reparaturkosten halten sich an Grenzen bislang, immerhin. Wenn die Autos schon und die Preisgelder schon so teuer sind. Dann wenigstens das nicht, oder? Klamotten hier. Oh shit. Oh shit. Oh damn. Oh man. Shit. Das ist echt scheiße gelaufen. Das ist deine erste Runde. Du bist auf dem zweiten Platz. Du hast 3 Sekunden Rückstand. Das ist die letzte Runde. Gucken wir mal, ob wir das wieder ausbügeln können hier. Aber ich denke ja. Ist ein bisschen zu unvorsichtig gefahren hier. Den Rest stabil genug durchfahre, dann habe ich da auch den ersten Platz im Sack hier. Komm schon. Nein. Na gut. Den haben wir im Sack hier. Du bist auf dem ersten Platz. Du führst die Turniertabelle an. Also, so. Da kann ich mit leben. Nächste Strecke noch durchziehen und dann wäre das alles cool hier. Ah, Reparaturkosten waren da jetzt natürlich ordentlich. So, Regenreifen drauf.
rein sicherheitshalber. Meistens regnet es ja auf der Autobahn. Ich glaube, ich habe diese Strecke noch nie ohne Regen erlebt. Schauen wir mal. Ja, was sage ich? 3, 2, 1, los! Vielleicht besser links gefahren, weiß ich jetzt gar nicht. Er sieht das genauso. Ich fahr hier mal durch. Goldene Mitte. Geht mir der Arsch hier. Wenn der Kantrand spielen, dann geht das schon hier. Fährt hier jetzt oben lang. Hier mal heile durchkommen wäre natürlich auch verdammt cool, ne? Muss man ordentlich in die Eisen gehen, dann geht das auch. Ja, haben wir wohl gut geschafft, würde ich sagen. Kaum Schäden, erster Platz, da kann man nicht meckern. Juhu. Du bist auf dem ersten Platz. Du hast das Turnier gewonnen. Jetzt kannst du mit dem nächsten Turnier fortfahren. Glückwunsch! Du hast die Bestzeit für diese Strecke geschlagen. Jetzt geht er richtig die Post ab. Es kommen die guten Zeiten und sowas da. Gab ganz gut Geld, ne? Über 200.000 jetzt. Da kann ich mit leben. Hallo? Wir sind schon noch gern reparieren. So, als nächstes kommt die Boxster Challenge. Habe ich denn schon einen Boxster? Eigentlich ja, ne? 97er. So, was gibt's hier? Den 97er. Naja. Der dürfte eigentlich schon alles haben, ne? Den ich da gewonnen hatte. Aber wir schauen trotzdem noch mal eben rein. Speedster Hardtop Verdeck, ja, das wäre noch ein kleiner Boni, aber da kann man sonst auch nicht viel machen, ne? Federung, Stoßdämpfer. Getriebe, ja. Na gut, das schauen wir uns dann nochmal an und wann anders genauer an. Und ja, bis zur nächsten Folge Need for Speed. Bis dann.